Kapitel 3. Monster oder Mensch? Oh Gott, was heißt das? Sie sind also jetzt in Kapitel 3 schon angekommen. Hm? Was ist los? Du hast eine Superkraft, dein Ernst? Jetzt weiß ich's auch. Ihr verarscht mich doch, oder? Nein. Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. Gut, dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Ja, das tut sie. Du bist ehrlich gesagt genervt. Weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Ja, stimmt das? Wow. Okay. Das ist schon krass. Oh, fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Was? Nee. Das hat damit nichts zu tun. Was? Ey, Moment mal. Nee, das haben wir fair gewonnen. Oder? Haben wir fair gewonnen? Doch, ich glaube schon. Wie hätte ich denn da... Egal. Wir entschuldigen uns. Ja, sorry. Die Erinnerung an Gabe hat dich so traurig gemacht. Okay, ja gut, das haben wir gemacht. Ich wollte dir helfen. Das stimmt. Hast du auch. Ich bin nur überrascht. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Ja, klar. Habt ihr heute schon Diane gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Sie hat Angst. Ich hoffe es. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt beende ich erstmal meine Schicht. Sind schon dabei. Alles klar, dann beenden wir unsere Schicht. Dann verdiene ich mir mal mein Geld. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. In der Bar abräumen, okay, das machen wir natürlich. Stefan Ryan, wir können nochmal mit den beiden reden, aber wir können uns natürlich hier nochmal umsehen. Wir könnten die Jukebox benutzen für ein neues Lied, aber ich find's ganz okay. Dreckiges Geschirr, ach so, Jogger. Respekt für jeden, der sich sportlich betätigen will. Ja, echt. Mal gucken, was sie aber darüber denkt. Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Niemals. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht kann ich sie motivieren. Vielleicht können wir das. Ja, wir sprechen doch direkt mit ihr. Hey, kann ich Sie etwas fragen? Ich habe mich bisher nicht getraut, joggen zu gehen. Sie wirken wie ein Profi. Haben Sie Tipps? Oh, nun mach dir nicht so viele Gedanken. Du musst einfach dranbleiben, ja? Ja. Ich versuch's. Danke. Vertrau mir. Das geht allen so. Ja, dir ja auch. Cool. Wir haben ihr also geholfen. Kann ich jetzt... Ich glaube, unser Gespräch hat echt geholfen. Das hoffe ich doch sehr. Es wäre jetzt cool, wenn ich jetzt noch ihre Gedanken lesen könnte, aber leider nicht. Oh, Jet! Hey, Jet! Na du? Ich sollte aufräumen, bevor meine Schicht vorbei ist. Ja, machen wir ja. Aber das möchte ich als allerletztes tun. So, wir könnten mit Jet reden, aber ich will erstmal den Hinweis des Stadtrats lesen. Was haben wir denn hier? Haven Springs Stadtratsmitteilung. Die Black Lantern ist jeden letzten Donnerstag des Monats von 8 bis 11.30 aufgrund von Stadtratssitzung geschlossen. Bitte richten Sie alle Fragen und Anliegen an den Stadtratsvorsitzenden Jet Lucan. Danke für Ihr Verständnis. Okay. Ja, das ist okay. So, hier. Ja, ich räume gleich auf. Ich weiß, wo es ist. Ich kann mich nicht entscheiden. Studentin. Ich gehe erstmal zu der Studentin. Kann man dir auch helfen irgendwie? Where are you, girl from Rome? Mann, hab ich dieses Lied geliebt. Früher haben sie das hier ständig gespielt.
Weird. Ich hab's noch nie gehört. Vielleicht weiß Jet, wo es ist. Vielleicht weiß Jet, wo es ist, okay? Ich frag mich, welcher Song das war. Vielleicht kann ich es herausfinden. Dann reden wir doch jetzt mal mit Jet. Perfekt. Wir wollten eh mit ihm reden. Oh, Lied! Eindeutig der beste Boss, den ich je hatte. Ich gebe zu, die Messlatte ist nicht gerade hoch. Okay, bisher nur beschissene Chefs gehabt, die gute Alex. Was haben wir eigentlich heute an? Nettes Outfit. Vielleicht können wir es später nochmal wechseln. Wir fragen erstmal nach dem Lied. Hey, wo bewahren wir ungenutzte Jukebox-CDs auf? Gar nicht. Was wir haben, ist in der Jukebox. Cool. Oh. Weiß ich Bescheid. Irgendwas mit Rome. War das irgendwas mit Rome? Ich rede mal mit Jet erstmal. Hast du das Kleingeld in der Kasse schon gewechselt? Deine Aufgabe. Sorry, Boss. Okay. Meine Aufgabe, alles klar. Können wir das an der Jukebox jetzt ändern? Benutzen? Irgendwas mit Rome, oder? Ich habe mir den Namen ehrlich gesagt nicht wirklich gemerkt. Alabaster Daydreams, Blame the Monkey Brain, Check Race, Mind the Damn Porridge, G-Line Transfer, Give Me a Hand, nein, Go Duddy Go, Heartstrings, nein, Fuckadelics, Kiss Me Up, Watermelon, okay. Mr. Beatrix and I, Ordinary Judas. Aha. St. John, Tommy Tiger, The Tummy Tuggers. Alter. Shit gets real. Should have been yesterday. Unfuck yourself. Words, hands, baby, it's all. Ja, das ist alles nicht. Oh, my bottle of whatever. Whiskey 4? Jasper Radcliffe? Bounce to the Rebel? Okay, das ist alles nicht. Hä, hab ich irgendwas. Habe ich irgendwas übersehen? Moment, kann ich das nochmal hören? Where are you, girl from Rome? Ja. Where are you, girl from Rome? Ja, toll. Oh, die können wir auch nach dem Lied fragen. Okay. Hey, kennt ihr vielleicht ein Lied, das so geht? Where are you, girl from Rome? Na komm. Wie krass. Ein Klassiker. Alabaster Daydreams. Das machen wir direkt rein. Mein Dad hat dieses Lied geliebt. Und Gabe hat es dauernd gespielt, um ihn zu ärgern. Das ging so weit, dass er es gar nicht mehr hören konnte. Was ist damit passiert? Oh, Jet hat es irgendwann aus der Jukebox geholt und eingelagert. Frag ihn mal. Haben wir schon. Mega, danke. Okay, ich glaube, können wir nochmal mit ihm... Wir könnten nochmal? Hey Boss, sagen dir die Worte Alabaster Daydreams irgendwas? Jetzt haben wir den Namen. Oh Mann, wie der Bruder, so die Schwester. Warum? Und? Es ist wohl genug Zeit vergangen. Sie liegt hinter der Theke. Ach, die ist gar nicht, danke. Die ist gar nicht in der Jukebox drin. Alabaster Daydreams. Komm, das nehmen wir. Nehmen. Perfekt. Schön. Alabaster Daydreams, let's okay. go. Hören wir uns das berüchtigte Lied mal an. Bin ich mal gespannt. Achso, muss ich jetzt selber aussuchen. Alabaster, ich meine, das wäre sogar hier drin gewesen. Irgendwas mit Alabaster gab's doch hier. Nein. Da. Think of the Children. Nee, das war doch tatsächlich. Dieses Cover sehe ich zum ersten Mal. Na dann. Was sagst du dazu, Frau Studentin? Voll glücklich. Das ist es. Alabaster Daydreams. Das kann doch nicht... Na, aber gerne doch. Sehr gerne. Das ist eben die Bar, die den Gästen einfach die Wünsche von den Augen abliest. Ein kleiner Sieg, von dem nie jemand erfahren wird. Das stimmt. Aber wir machen das ja nicht für uns, sondern für das Volk. Wir sind ein Geber, kein Nehmer. So. Notiz. Jet, vielen Dank, dass du letzte Woche an meinem Geburtstag gedacht hast. Der Marco Esquanda Tequila war exzellent. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Dein mit Abstand bester Koch, Francisco. Okay, cool. So, hier ist nichts mehr.
werde wahrscheinlich wieder Probleme mit dem Copyright bekommen. Aber ganz ehrlich, die Musik bei Life is Strange muss halt sein, oder? Bierhähne. Ah, Colorado Leitungswasser. Ah, lecker. Ist das lecker? Weiß ich nicht. Erdnüsse. Ist jetzt nicht gerade das Hygienischste. Aber hey, was weiß ich schon. Weiß ich nicht. Würde ich da reingreifen und daraus essen? Ich weiß echt nicht. Wahrscheinlich schon. Wenn der Pegel stimmt, würde ich das machen. Okay, so, jetzt rede ich aber mit den beiden mal. Wie läuft's? Wir haben ein paar Ideen, die dich garantiert umhauen. Was? Tja, wir sollten nicht voreilig. Die dich umhauen. Klingt gut. Das klingt sogar sehr gut. Okay, cool. Das will ich mir mal anhören später. Studentin haben wir glücklich gemacht, die Joggerin haben wir glücklich gemacht. Oh, Eleanor. Hi. Ich fühle mich wirklich schrecklich wegen Eleanor. Und ich glaube nicht, dass es jemals leichter wird. Oh Gott, die Arme. Ich wünschte, Riley hätte nie von meinem Zustand erfahren. Sie muss sich auf ihre Zukunft konzentrieren, nicht auf meine. Riley hat's rausgefunden? Ich frag mich, was das für die beiden bedeutet. Ja, aber früher oder später musste sie herausfinden. Also, man merkt es ja dann auch irgendwann, oder? Wir reden mal mit der Guten. Hey, Eleanor. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Dass du mir vor ein paar Wochen geholfen hast, weiß ich wirklich zu schätzen. Das hat mir viel bedeutet. Das ist schön. Aber natürlich. Schön, dass ich helfen konnte. Hey. Wie läuft es denn so mit Riley? Meistens gut. Sie zerreißt sich förmlich, um mir zu helfen. Dabei sollte sie sich auf ihr Leben konzentrieren. Kann ich irgendwie helfen? Du hast schon so viel getan. Ich danke dir, Alex. Na, gerne doch. Okay, wir können ihr also nicht weiterhelfen. Der guten Eleanor. Schade. Ich hoffe, sie bekommt das ganz gut. Wie funktionieren diese Vogelwettbewerbe? Ganz gut hin. Was? Wer kontrolliert die Sichtungen? Hört auf, niemand hat geschummelt. Die Leute hier respektieren den Ehrenkodex der Vogelbeobachter. Ich habe einfach verloren. Wieder mal. Oh. Tut mir leid. Das ist die Vogelbeobachterin, die wir verpasst haben. Ich war so nah dran. Ich brauchte bloß noch einen Rotschwanzbussard. Ja, ist ja gut. Reib's mir noch unter die Nase. Gibt immer nächstes Jahr. Oder? Es tut mir doch leid. Ja, schätze schon. Wir hätten ihr helfen können. Hab's leider verpasst. Wir gucken erst mal das Flugblatt an. Das Frühlingsfest naht. Es naht, sage ich. Was? Haven Springs feiert heute Abend mit uns im Denkmalpark das jährliche Frühlingsfest mit Essen, Getränken, Musik, Spielen und mehr. Keine Anmeldung nötig. Ja, dann gehen wir einfach hin, würde ich sagen, oder? So, aber jetzt muss ich aber auch nochmal hier. Die ist sauer auf sie selber. So. Ach, leck mich, Ryan Lucan. Genieß deinen Titel, solange du ihn noch hast. Scheiße. Ryan hat eine Rivalin. Jupp, das hat er wohl. Shit. Hier räume ich auch später auf, weil kann ich eigentlich wieder hochgehen? Nee, ne? Ich muss ja erst meine Schicht beenden. The Wall of Shame. Mal gucken, ob sie was Neues dazu sagt. Steph und Ryan, die neuesten Rekruten. Gabe wäre so stolz gewesen. Oh. Geil. Die beiden. Haben sich gut abgeschossen, wie es aussieht. Und wir? Wir können einiges vertragen, wie es aussieht. Cool. Sehr geiles Foto. Dein Typhon-Flugblatt. Oh. Was denn? Typhon Minengesellschaft, Integrität bis zu unserem Kern. Es wird Zeit, ihr Leben zu verändern. Schließen Sie sich den Rängen des weltweit führenden Unternehmens für Ausgrabung, Bergarbeit und Distribution an. Die Typhon Minengesellschaft stellt sowohl im Außenbereich als auch im Büro ein inklusive Teammanager und Direktor. Inklusive Teammanager und Direktoren. Wir wollen Beziehungen mit unseren Gemeinden aufbauen und das bedeutet, dass wir ihnen lebenslange Karrieremöglichkeiten bieten wollen, die es sonst nirgends gibt. Es sei denn, sie können ihre Fresse nicht halten. Dann werden wir sie nämlich vernichten.
Und Angst und Schrecken verbreiten, so wie bei dem armen Mac. Zusatzleistungen, wettbewerbsfähige Gehalt, Betriebsrente, bezahlter Urlaub, medizinische Versicherung, zahnmedizinische Versicherung, Sehtests. Oh, ja, das war's. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen. Nein, danke. Das müssen wir nicht tatsächlich. Gabes er hat eine Gedenktafel bekommen. Hab dich lieb, Gabe. Oh, das ist schön. Gabriel Chen, 93 bis 2019. In Gedenken an Gabe Chen, der diese Bar als Fremder betrat und sie als Familie verließ. Ah, oh, das ist ein schöner Spruch. Das ist ein schöner Spruch, eine sehr schöne Tafel. Ich, ja, was soll ich sagen? Anscheinend ist er wirklich tot. Anscheinend ist er wirklich tot. Ich hab bis jetzt noch gezweifelt, aber so langsam gebe ich die Hoffnung auf, dass er noch am Leben ist. Eine Bomberjacke. Was macht denn da eine Bomberjacke? Fresche Jacke. Ich denke mal, Bossman wird wohl Jet sein. Alles klar. Dann, mit Freude gefüllt, diese Jacke. Was zur Hölle soll ich mit dieser Höllentaucherjacke anfangen? Keine Ahnung, Mann. Wieso trägst du sie nicht einfach? So wie der Rest von uns. Glaubt ihr, ich will dem Rest der Welt mitteilen, dass ich euch Scherzbolde kenne? Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön. Eine Trophäe haben wir dafür abgesahnt. Moment, wir haben doch... Okay, es sind natürlich ein paar Tage oder sogar Wochen vergangen. Oder sogar Wochen. Wir haben natürlich einiges Neues hier drin. Okay, Tagebuch. Ja, Tagebuch ist... Ich glaube, hier im Tagebuch sind auch neue Sachen gewesen, oder? Steph Trauer. Ethan Angst. Hatten wir das schon? Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Ich glaube, wir hatten nur 3 Seiten, oder? Mac Wut, das hatten wir noch. Ethan Angst haben wir jetzt noch. Dein Gehirn wendet sich so leicht gegen dich. Derselbe Teil, der dir Geschichten erzählt und Kunst erschafft und der Welt Ordnung und Schönheit und Bedeutung verleiht, ist der Teil, in dem Albträume entstehen. Und manchmal laufen diese Albträume aus und sickern in die Welt um dich herum. Ich kann Ethan immer noch sehen, wie er am Rand der Schlucht zusammenbricht, so verängstigt, dass er sich nicht bewegen konnte, nicht atmen konnte. Ich streckte die Hand aus, weil ich es wusste. Ich ergab mich seiner Angst, weil ich mir keinen anderen Weg vorwärts vorstellen konnte. Und es klappte. Wir schafften es zurück und ich brach auf festem Boden zusammen und dachte immerzu, das ist es, wer du sein kannst, wenn du es willst. Jemand, der Menschen hilft. Jemand, der versteht. Für ein paar Sekunden war alles so klar, aber dann war der Boden nicht mehr fest und Gabe war fort. Was nütze ich irgendwem, wenn ich es nicht verhindern konnte? Das ist natürlich die Szene an der Schlucht gewesen, als wir Ethan helfen wollten und Gabe verloren haben, leider. Nichts davon wird mich retten. Neunte Wächterin würde keine Angst haben. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Dachte, ich könnte mutig sein. Nichts kann dich retten. Es gibt nichts zu retten. Ah, da sind wahrscheinlich hier rechts irgendwelche Songtexte, die sie selber geschrieben hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben ja auch ein paar Erinnerungen, ne? Okay, wir haben ja eine verpasst. Tolle Wurst. Ich weiß. Wir haben bei Gabe haben wir den Meat-Check. Haben wir den gehabt? Gabe. Gott, es ist so komisch, ihn so zu hören. Seit wir wieder Kontakt haben, ist er so entspannt, so voll. Aber er war leer, als er herkam. Du kannst es in seiner Stimme hören. Papa durchs Land zu jagen war alles, was er hatte. Alles, was er war. Ich glaube, das haben wir schon gelesen, ne? Ich glaube, das haben wir gelesen, aber das hier noch nicht. THC-Fruchtgummi. Er wusste es. Offensichtlich, während er die Decke anstarrte, sich an den Jugendknast erinnerte. An Mama, mich, uns, Papa. Ich glaube nicht, dass er wusste, was er tun würde, wenn er Papa je fände. Der Kreuzzug lieferte seine eigene Rechtfertigung, gab ihm einen Zweck. Etwas, das ihn von der nagenden, leeren Ahnung ablenkte, dass er nicht wusste, wie er in der Welt existieren sollte, wie andere Leute. Zonks Gummis. Alter, das ist das Bild unten. Zonks Gummis. Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass er eine richtige Unterhaltung mit Charlotte führte.
Ich glaube, er erinnerte sich im Anschluss lange daran. Sie blickte ihm mit echter Sorge in die Augen, versuchte zu erkennen, was kaputt war und suchte nach einem Weg, es zu reparieren. Und auf einmal wurde ihm klar, dass er vielleicht repariert werden konnte. Dass er eines Tages wie sie sein könnte. Wie Jet, wie all die Menschen in dieser Stadt, die sich aufeinander verlassen und einander helfen. Er wollte es und es war ihm peinlich, es zu wollen. Ich will ihn bei den Schultern packen und ihn schütteln. Natürlich kannst du das haben, du Idiot. Du bist Gabe Chen, verflucht nochmal. Diese Stadt hat auf dich gewartet, sie braucht dich. Doch dann erinnere ich mich, dass es egal ist, wer ihn braucht. Er ist fort. Oh, Mann, der arme Gabe. Ich weiß nicht, ob wir das schon gelesen haben. Rileys Brief. Von Mac. Das haben wir schon gehabt, auf jeden Fall. Pike, die Visitenkarte hatten wir auch schon. Das T-Shirt, das hatten wir noch nicht. Das lese ich auch noch vor. Es ist beschissen, wie Kinder ihre Sündenböcke wählen. Es ist egal, wie hübsch du bist oder wie schlau oder wie sehr du einem der coolen Kinder ähnelst. Es braucht nur eine Sache. Ein nerdiges T-Shirt, das am falschen Tag getragen wurde. Ein Augenblick ungekünstelten Enthusiasmus, wenn gleichgültiger Zynismus ihn in ist, ein ungeschickter Fehltritt, ein völlig harmloses Nichts, an dem sich irgend so ein kleines Arschloch festklammert und es zu deiner ganzen Identität macht. Arme Riley. Die Typen waren so grausam zu ihr, dass sie darüber nachdachte, aufzuhören. Kein Computerkram mehr, nichts mehr bauen, das war es nicht wert. Doch dann, und ich fasse das immer noch nicht, tauchte Mac auf, behandelte sie anständig und mit Güte und Respekt. Mac Loden, glaube ich, der suspendiert wurde, weil er Tabak auf den Boden der Cafeteria spuckte. Ernsthaft, Mac? Komm schon, Alter. Dieser Mac Loden erkannte, dass Riley außergewöhnlich war und sie scheute keine Mühe, damit sie sich auch so fühlte. Trotzdem, Mann, das mit dem Tabak, wie geht? Das ist das T-Shirt, was wir gefunden hatten, wo ich gesagt habe, der Mac hat auch eine andere Seite. Ja, und die hat er tatsächlich. Steph-Anstecker haben wir, glaube ich, schon gehabt, oder? Ja, mit der zwei Girlband. So, und die Bomberjacke, die lese ich noch vor. Niemand konnte sich erinnern, wer sich Höllentaucher ausdachte. Es war, als nahm der Name einfach Gestalt an. Sobald Jet sein Team versammelt hatte, Es war der einzige Name, der es je hätte sein können. Bald waren sie mehr als nur ein Team. Es war eine Legende, die sie erzählten, während sie diese lebten. Eine Möglichkeit, ihre schmerzenden Rücken und mit Blasen bedeckten Finger in eine Geschichte zu verwandeln, der sie die Helden waren. Wir haben so tief gegraben, wie wir wissen, wo der Teufel schläft. Natürlich wussten sie nicht, dass Jet sie retten würde. Nicht damals. Vielleicht bedeutet es etwas. Vielleicht muss man sich eine Geschichte über seine eigene Fähigkeit, ein Held zu werden, erzählen, wenn man je wirklich einer sein will. Interessant. Ja, ich sollte dem nachgehen, natürlich die Sachen vorlesen. Ja, wir haben hier sehr viele Nachrichten. Sehr viele Nachrichten. Das mache ich jetzt nicht, das mache ich später irgendwann. Ja, das mache ich später. Wir spielen noch ein bisschen weiter. Die Nachrichten gehen ja nicht verloren. Hoffe ich. Nicht, dass wir jetzt gleich unser Handy verlieren, warum auch immer. Minenflugblatt. Ich meine, ich wähle ja eher selten. Aber fick dich, Typhon. Oh Gott, ja, absolut. Ja zu Volksbegehren 39. Das Volksbegehren 39 wird in den nächsten 10 Jahren hunderte Jobs in Haven Springs erschaffen. Sorgt für Jobs in Haven. Bezahlt von Constante Energie Colorado. Okay. Tja. So, hier haben wir die Spitzhacke. Old Mill Ember. Old Mill? Die alte Sägemühle aus Before the Storms oder was? Und dann auch noch mit Ember drin im Namen. Alter. Okay. Das sind alles Anspielungen. Gib's auch zu. Ducky. Hi, Ducky. Na du? Schauen wir uns mal an. Sieht aus, als fängt Ducky heute früher an als normal. Womit fängt er denn an? Was spielt er da? Solitär? Okay. Bevor wir mit ihm reden. Heute wird eine lange Nacht.
ist es immer. Jedes Jahr das Gleiche. Heute findet doch das Frühlingsfest statt. Ich frag mich, was nicht stimmt. Das würde mich auch sehr interessieren. Wir reden mal mit ihm. Hey, Ducky. Ist bei dir alles okay? Natürlich. Ging mir nie besser. Okay. Freut mich zu hören. Weiß nicht so recht. Er verbirgt irgendwas, ne? Aber das bringt ja nichts, er würde nochmal dasselbe sagen. Oh, Charlotte ist da. Okay, wir gehen gleich zu Charlotte. Ich gehe erstmal zu dem Bär. Na, du Bär. Jet tut so, als hätte er das Sagen. Aber wir alle wissen, wer hier den Ton angibt. Nämlich dieser Bär? Oder was? Oder wir? So, wie viele Punkte haben die? 7. Wahrscheinlich waren wir das. Ich muss das dreckige Geschirr in der Bar abräumen. Ja, machen wir auch noch. Haben wir denn da den goldenen Bären? Was ist das für ein Titel? Ich kann's nicht... Papa Bär? Okay. Sagt mir gerade nichts. Eine Tafel da hinten, aber hier haben wir noch den Pool-Billardtisch. Ducky hätte mir fast mein erstes Gehalt abgeluchst. Gut, dass Jet dazwischen gegangen ist. Fiese alte Möb. Der Ducky, weißt du? Der knöpfte den armen Mädels das Geld ab. Die Tafel. Arme Amelia. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Die Arme. Dreckiges Geschirr. Ja, gleich. So, ich habe Schatten und Licht angefangen, als du auf Arbeit warst. Was? Ich glaub's nicht. Ach, die plaudern wieder. Ich bin schon bei den grünen Klippen. Was? Heilige Scheiße. Reden über irgendwelche... Ich bin schon süchtig. Das Spiel ist mega. Oh, das Spiel. Toll. Dass es dir so gut gefällt. Das tut es wirklich. Okay. Ja, tolles Spiel. Oh, wir könnten nochmal Arkanoid spielen, aber hey, Freunde, ich muss ja wohl nicht sagen, wer hier den dicken, fetten Highscore hat. Zweiter ist Ass. Wer ist Ass eigentlich? Gabe ist danach, aber Ass? Ass? Sagt mir gar nichts. Okay. Keine Ahnung. Wer ist denn Ass? Richtiger Ass. Ja, dann ist es wohl Mac, der Ass. Charlotte. Charlotte bereitet sich bestimmt auf das LARP vor. Ja, dann reden wir doch mal. Hey, bereitest du dich auf das LARP vor? Oh, hey. Ja, ich versuch's. Hoffentlich hat Ethan Lust drauf. Das wird er, sag es. Ist bei dir alles okay? Ja. Ich denke, es wird ihm gefallen. Die Arme. Ist ein bisschen überfordert, glaube ich, mit dem Ganzen, oder? Sie ist hier gerade am Lernen, wie es aussieht. Spellt sich, also Sprüche. Was haben wir dann noch? Überall steht noch dreckiges Geschirr herum. Ja. Das sollte ich abräumen. Natürlich. Das ist ja auch unser Job. ich glaube, wir haben alles, oder? Ich glaube, wir haben alles. Ja, komm, dann räumen wir mal das Geschirr ab. Dann kann ich vielleicht gleich noch was vorlesen. Aufräumen. So. Könnte ich gleich noch was vorlesen aus dem Tagebuch oder aus den SMSen, aus My, wie heißt es nochmal, MySpace? Nee, wahrscheinlich was anderes. Haben wir schon abgeräumt? Wo war das andere? Hier war das andere, ja. Darf ich das mal mitnehmen, Fräuleins und Herrleins? Offensichtlich dürfen wir. So. Wer kommt denn da? Ach, was. Hey. Hallo. Ich bin gleich bei dir. Ja. Sind wir. Und dann erzählst du uns lieber, was los ist. Mädel. Die ist direkt am Laptop. Schau mal lieber nach Steph und Ryan. Nach Steph und Ryan? Wow, wie? Ich dachte, wir müssen Geschirr aufräumen. Haben wir das schon? Spül das dreckige Geschirr ab. Waren das nicht drei? Es waren noch drei insgesamt. Ich könnte schwören, dass es drei sind. Egal. Also. Wir sollen also mit den beiden hier reden. Ja, dann rede ich nochmal mit denen. Okay, sie ist hier. Was ist der Plan?
Wir haben sogar zwei Pläne. Ja. Aber wir müssen sie noch ausarbeiten. Oh oh, wir müssen entscheiden, ne? Ausarbeiten? Was genau soll ausarbeiten in dem Fall bedeuten? Das bedeutet, dass Ryan nicht zugeben will, dass mein Plan perfekt ist. Mal gucken, welcher mir besser gefällt. Okay, hier kommt meine Idee. Ich frage Diane einfach nach einem Date. Halt was? Und sie fährt so drauf ab, dass sie nicht bemerkt, wie Ryan Lucan ihren Laptop klaut. Was? Ryan nimmt besagten Laptop mit nach oben und besorgt uns belastende Beweise. Und vielleicht schleppe ich Diane wirklich ab. Wir werden sehen. Alter. Das ist dein Plan? Ryan, wie wär's mit deinem? Oh Gott, bitte sag mir, dein Plan ist besser. Ja, besser. Ja, ich glaube. Beziehungsweise ist es derselbe Plan. Was? Nur bin ich die Ablenkung. Weißt du, Steph, ich glaube nicht, dass sie lesbisch ist. Ich glaube, sie steht mehr auf den Naturburschen. So, wie alle, die hier hinziehen. Mhm. Diese Ideen sind Mist. Oh Gott, aber wollen wir das? Die haben sich ja Gedanken gemacht, ne, die beiden. Aber ehrlich gesagt, diese Ideen sind Mist. Wir sollten sie vielleicht etwas weiter ausbauen? Okay, vielleicht sollten wir diese Pläne überarbeiten. Etwas, ja. Was? Der Plan ist todsicher. Es sind nur zwei Schritte. Du wählst einfach nur, wer sie ablenkt. Oh, auf gar keinen Fall. Warum sollen wir das? Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Warum? Warum sind wir die Einzige, die das kann? Woher soll ich wissen, was die Diane mag? Oh Gott. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie auf Frauen steht. Weiß ich nicht. Also ich habe noch kein Anzeichen dafür gesehen. Ich überlege gerade die Gespräche mit ihr. Ich glaube eher, dass wenn wir das machen, wenn wir diesen Plan wirklich durchführen, macht es mehr Sinn, wenn wir Ryan dahin schicken, oder? Wie er selber sagt, er ist ein Naturbursche. Ich glaube, wir nehmen Ryan. Ich wähle Ryan. Du bist echt heiß, keine Frage, Steph. Aber für Diane? Da ist Ryan die bessere Wahl. Diesen Ryan? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sorry. Okay, danke für eure Mühen, aber wir wissen nicht einmal, ob sie irgendetwas Hilfreiches weiß. Das stimmt auch wieder. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Vielleicht kann ich sie aus der Reserve locken, ihre Gefühle lesen. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich eine Ablenkung brauche. Viel Glück. So machen wir es. Das Übliche. Vielen Dank, Alex. Na klar. Wie kann ich sie am besten aus der Reserve locken? Ich weiß, du bist verantwortlich. Wir tun so, als ob wir wissen, dass die was zu tun haben, oder? Mit dem Tod. Ich weiß, dass Typhon für den Tod meines Bruders verantwortlich ist. Ich weiß nicht wie und auch nicht warum. Aber ich finde es heraus. Alex, ich kann dir versichern, dass Typhon für eine vollständige und offene Ermittlung sorgen wird. Nie im Leben. Wir wollen die Verantwortlichen finden und sie zur Rechenschaft ziehen, genau wie du. Absolut nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Nein, das glaube ich dir nicht. Nie im Leben glaube ich dir das. Sie hat ein echt gutes Pokerface. Nicht so wie Mac. Sieh mir mal, was sie wirklich fühlt. Das wäre jetzt doch mal interessant. Ich versuche sie erstmal zu lesen. Hm. Wie soll ich das machen? Kann ich mich hier
Okay, wir können uns nur auf sie. Oh, schöne Bilder. Schöne Axt. Vielleicht nehmen wir einfach die Axt und. Nein.